Jo, hallo, liebe Leute. Weiter geht's. Fishing Planet auf mein Hauptaccount. Und heute, also gesagt gestern, wenn das Video kommt, 1.12. beginnt hier die Anglerliga. Icebreaker Angler Rivals. Wie auch immer. Und da gibt es dann verschiedene Stufen, von Beginner bis Legendär, Elite, Master, Expert, Professional, Rookie und Beginner. Und alle Vereine fangen an hier mit dem Beginner, mit der Beginnerliga. In der Beginnerliga gibt es Boni 1% XP und 1% Geld beim Fang von Fischen. Und steigert sich dann bis hin zu 12% und 7%. Ja, im Moment ist noch sowas wie, ja, kann man sagen, Qualifikation. Ersten richtigen Wettbewerb hier. Der geht los am 8. War das zu sehen? Blick. Die Saisonbelohnung. Wir selber erstmal auch wieder zurechtfinden. So, Anfang ist Championship Route 1. Anfang 8.12., also in einer Woche. Alle fangen an hier in den Beginner. Können sich dann langsam hocharbeiten, wie ich schon erwähnt habe. Und ja, die Qualifikation bis zum 8.12. besteht darin, mit dem Vereinskollegen so viel wie möglich gemeinsam auf einem Gewässer angeln. Dafür gibt es dann Vereinspunkte oder Ligapunkte. Habe jetzt mittlerweile 64 Ligapunkte. Der Kritzel hat schon 340. Der war schon fleißig heute. Der Galier hat 164 Punkte. Rob Black 05 hat 70 Punkte, Niklas 17 Punkte. Murph 1990 hat 64 Punkte und Badewitsch, Badewitsch, je nachdem wie er es ausgesprochen haben will, hat schon 304 Punkte. Liegt im Moment vorne in vereinsintern, aber ich habe auch erst heute Abend angefangen hier. Bin gerade mit ihm hier zusammen an den Everglades. Fangen da ein bisschen Snooks. Nicht viele Punkte für, weil ich die so starke Ausrüstung habe. Der Verein insgesamt hat schon 1046 Punkte. Und wie gesagt, alle sind im Moment in der Anfängerliga. Der anderen Vereine auch. Gibt es dann noch was? Achso, ja, dann kommen wir nochmal hier zu den. Ja, das sind im Moment die drei Führenden in der Quali-Runde. Der erste hat hier 35.100 Punkte, also der Verein. Der zweitbeste hat 20.090, 17.550 Punkte. Eine gute Menge. Wenn man bedenkt, unser Verein hat mal gerade 1000. Was war das? 1049. Das ist nicht viel. So, kommen wir jetzt zu den Belohnungen. Gibt es immer, die Belohnung gibt es immer erst hier in diesen, nee, Saisonbeginn. Auch schon für die Quali-Runde? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube erst, wenn das dann am 8. mit dem ersten Turnier losgeht. Achso, ja, und das Ganze geht ja bis zum 19.02. Also, und in der Zeit gibt es mehrere kleine Turniere, die mal jeweils eine Woche gehen. Wie genau das funktioniert, habe ich noch nicht raus. Das sehen wir dann am
8.12., wenn es losgeht, bis zum 15.12., wo es endet, ob es da denn schon diese Preise gibt oder erst am Ende hier am 19.02., welcher Verein denn da am meisten gewonnen hat. Auf jeden Fall, für den ersten Platz gibt es da 10.000 Bitcoins, 1.000.000 Credits und 3.000 Vereinstoken. Was das mit den Vereinstoken auf sich hat, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Das sehen wir auch irgendwann noch im Laufe der Zeit. Und der zweite Platz immer noch 5.000, 500.000 und 2.000. Dritter Platz 2.000, 200.000. So. 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen. 10.000 und 10 Millionen, nicht 1 Million. Ah. 10 Millionen ist natürlich so eine Ansage. Und das geht dann aber auch bis Platz 10. Gibt es dann noch Preise, immer noch 100 Bitcoins, 1 Million Cash, 1.200 Vereinstoken. Ja, und dann gibt es natürlich noch Gegenstände, ne? Hier, erster Platz kriegen alle, die mitgemacht haben in dem Verein, der gewonnen hat, noch dieses Boot, diese Route, diese Rolle, diese Jacke und diese Köderbox. Zweitplatzierten kriegen dann nicht mehr das Boot, nur noch die Route, Rolle, Jacke und Köderbox. Dritten bekommen nur noch Jacke und Köderbox. Und ab Platz 4 gibt es dann kriegen mehr als, also das wäre mir lieber als Jacke und Köderbox. Da gibt es immerhin noch Club Series Kopflampe, Club Series Mausköder, Club Series Buzzbait. So ähnlich wie die Series Sachen. Club Series geschlossene Feeder und Club Series hirnförmiger Schwimmer. Oh, nice. Schöne Sachen. Und das kriegen dann auch alle weiteren Plätze bis Platz 10. Ne? Nochmal, Platz 10. Ja, auch immer noch Kopflampe und die Köder und die Schwimmer. Köderbox, das ist eine Köderbox. So, das wäre das. Noch zeigen. Ach ja, und dann gibt es hier ein Premium. Die Clubgründung. Club Enthusiast Pack, oder wie das ausgesprochen wird, keine Ahnung. Noch nie gesehen, das Wort. Und in dem DLC sind drin 100 Bitcoins, 50.000 Cash und diese Vereinstoken. Jetons heißen die hier. Deutsch. Im Englischen heißen sie Token. Da gibt es 3.000 Stück. Dann gibt es noch die Club Series Tribal Skin Cup. Ich weiß nicht, ob denn hier alle diesen Skin haben oder ob da automatisch denn der Skin von dem einzelnen Verein drauf erscheint. Keine Ahnung. Müsste ich mir holen dann. Kostet 9,75 und noch eine Brille. Club Series Sun Spirit Brille. Und das war's. 1, 2, 3, 4, 5 Sachen für 9,75 Euro. Ganz schön teuer. Er hätte auch 4,95 Euro gereicht. Aber was das mit den Token auf sich hat, das weiß ich auch noch nicht. Wir sind hier auch noch nirgendwo aufgetaucht. Irgendwie. Wieder hier. Einzelne Vereine, 1056 Punkte mittlerweile, deutschen Verein 500, ob noch Vereine, deutsche Vereine da sind, die meisten haben noch 0 Punkte, 900, sind
Bei den deutschen Vereinen sieht es aus, als wären wir noch auf den zweiten Platz. Alle 0, 0, 23 Punkte. Hey, die haben hier 4.935 Punkte schon. Fishing Game. Achso, nee, das ist ja auch schon nicht mehr deutsch, alles klar. Bis wohin war denn deutsch? So. Ja, dann sind wir auf den zweiten Platz von den deutschen Vereinen. Cup Dime ist auf dem ersten Platz bei den deutschen Vereinen. Okay, jo. Werde ich jetzt noch ein bisschen Punkte machen. Das zeige ich dann auch nochmal, wie man das sehen kann hier. Weil der nächste gebissen hat. Kriegt man hier verschiedene Angaben irgendwie, wo man ein bisschen durcheinander kommen kann. Ich glaube, es beißt jetzt auch gleich mal einer. Zeit 12.35 Uhr. Die Beißkurve wahrscheinlich schon ziemlich hoch. Und noch was beißt. Mal rein und schau mal, was Sache ist. Oh, geht aber eigentlich noch. Sollten noch besser kommen. Aber wie immer, Vorführeffekten, weil ich die Aufnahme am Laufen habe. Eben vor der Aufnahme habe ich hier noch regelmäßig hier meine Snooks und auch ein Tarpoon rausgezogen. Ja, sonst machen wir es anders. Wenn jetzt hier nichts beißen will, gehe ich an einen anderen Spot und fange erstmal einen kleineren Fisch. Ist ja egal. Hauptsache, ich zeige einmal, wie das angezeigt wird. So. Auch die Tiefe wieder anders einstellen. Gucken wir mal, ob noch ein Hecht beißt. Bogenflecken-Kammbarsch. Beides möglich hier an dem Spot, dem Köder. Scheint schon irgendwas am Jagen zu sein. Vielleicht Bing machen. Sorry, doch. So, gleich der Biss kommt. So, ja, sehen wir einmal hier, Bonus ohne Widerhaken ist 10,
Vereinskollegenbonus ist 2, weil wir hier zu zweit sind, kriege ich hier, aber zu dritt kriegt man eventuell dann auch 3 Punkte und so weiter, die mehr da sind. Dann gibt es die Vereinsliga-Bonus, ist 1 XP, aber Vereinspunkte bekomme ich für den Fisch 3. Das wird hier unten angezeigt. Mein XP ist da das Geld und da steht jetzt immer, wie viel Vereinspunkte, also Ligapunkte für den Verein dabei rausspringen und für einen selbst natürlich auch. Die 3 werden mir angerechnet, aber auch der Gesamtzoll des Vereins. Oh, ganz lustige Sache, das Ganze. Ich hoffe, mit unseren Vereinskollegen hier was reißen können. Obwohl, naja, echt, also da gibt es Vereine, die sind alle mindestens Level 80 und irgendein Rang. Die können natürlich gemeinsam an den großen Gewässern, Kongo und so, auf die großen Fische gehen. Die holen natürlich tausendmal mehr Punkte, als wir hier zusammenkriegen würden. Weil mein Verein ist ja ab Level 15 Beitritt möglich. Und dementsprechend haben wir natürlich auch viele Anfänger. Oh ja. Yeah. Oh, also hier gibt es auch 3 Punkte. Aha. Gibt immer 3 Punkte oder wie? Egal welchen Fisch man fängt. Dann wäre es okay. Dann können die auch die großen Nilbarsche fangen, wenn sie da auch immer nur 3 Punkte pro Fisch bekommen. Ich werde das jetzt noch mal durchchecken. Fangen wir hier was Größeres. Ich hoffe, es beißt jetzt auch gleich was. Gut aus. Wieder ist auf Fluchtgeschwindigkeit. Vielleicht Bing kommen. Jo, da kommt das Bing. Aber die Flucht ist zu Ende, oder? Das sieht nicht mehr nach Fluchtgeschwindigkeit aus jetzt. Warum hat er jetzt nicht gebissen? Irgendwie zweimal hat es Bing gemacht. Irgendwie beide und beide haben nicht gebissen. Irgendwie. Das ist schon wieder traurig. So, nochmal ein GW von mir. Der Fluchtgeschwindigkeit. Glaube, diesmal beißt einer raus. Wieder ist immer noch Fluchtgeschwindigkeit. Im Bing. Jetzt der Biss kommen. Da kommt er auch. Hui. Der erste, der hier in die Bremse geht. Wow. Ordentlich großer. Da können wir dann auch sehen, ob wir hier mehr Punkte bekommen oder ja. Und wenn ja, warum nicht? Oh, naja, so groß ist er doch nicht. Der ging nur am Anfang kurz in die Bremse. Poppy wahrscheinlich. Ah, gibt 1 Punkt mehr. Poppy gibt 4, also einzigartig, er gibt 5 oder 7 Punkte, irgendwie so in dem Dreh wahrscheinlich.
irgendwas zwischen 5 und 7. Normale geben 3 Punkte, Trophys 4 Punkte, so wie es jetzt im Moment aussieht. Mal einen normalen. Nehmen wir es ganz genau. Wenn der normale wieder nur 3 Punkte gibt, dann bin ich mit meiner Vermutung richtig. Na komm. Beißen Sie jetzt bitte. Das Video ist wieder zu lang. Wollen wir ja nicht. Hat der Köderfisch keine Fluchtgeschwindigkeit, das ist noch normale Bewegung. So, was los jetzt hier? Hm. Das sieht gut aus. Ding und keine Fluchtgeschwindigkeit mehr. Na, jetzt nicht mehr ganz genau. Du hängst zu weit durch und da kommt doch noch der. Das dürfte wieder normaler sein. Ein Trophy. Der 3 oder 4 Punkte bringt. Wieder 3. Also gewöhnliche, ich habe gesagt, normale 3 Punkte, Junge wahrscheinlich nur 2 Punkte und Trophys 4 und bei Einzigartigen weiß ich es noch nicht. Vielleicht kann man es hier noch sehen. Ich habe, glaube ich, einen Einzigartigen gefangen, oder? Hier los. Ah, Domme Fay ist auch am Fluss Tiber unterwegs. Okay. Inventar, Gesetzcacher. Hatte ich einen einzigartigen gefangen heute hier, oder? Trophys. Trophys.
Da steht's auch nicht dabei, leider. Dabei, welche Punkte man bekommen hat, also Ligapunkte. Da kann man dann nicht mehr nachschauen. Okay, Leute, das soll es dann auch gewesen sein für das. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.